So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich extrem auf dieses Video. Und zwar stelle ich euch heute eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, Farnwalder-Legende vor. Ich denke mal, wenn ihr das Auto seht, werdet ihr dem zustimmen. Der Besitzer, Micha, ganz langjähriger, ich sage jetzt mal, Kumpel von mir, war damals auch so ein bisschen was wie mein Vorbild, mein Mentor. Weil der hat mir nämlich den Karosseriebau beigebracht und ich kann euch sagen, dieser Opel, erste Opel bei uns auf dem Channel, extrem krass. An dem Ding ist wirklich keine Schraube unberührt. Es ist alles umgebaut. Ich denke mal, es ist komplett anders umgebaut, als ihr euch das jetzt gerade vorstellt. Aber so viel vorab, es ist wirklich krass. Es lohnt sich, euch das Ganze mal vorzustellen, weil es eine komplett andere Art von Tuning von vor über 30 Jahren. Ich persönlich habe das Ganze auch noch zu meinen Anfangszeiten gelebt und genau deswegen würde ich jetzt sagen, Porn ab, zieht es euch rein. So, wie ich gerade schon angekündigt habe, haben wir Micha heute am Start. Erstmal vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ist mir quasi eine Ehre. Ich glaube wirklich, das ist das Auto, was es bis heute noch gibt, was ich am längsten kenne. Ich habe es seit 88. So, das heißt, wir reden von 32 Jahren. Habe ich jetzt gerade richtig gerechnet? Ja, ich werde 32, ich bin auch 88. Ja, ist ja passend. So, also unabhängig davon, dass du das Auto 32 Jahre hast, was ja schon mal krass ist, ich wüsste wirklich gerade kein Auto, was ich länger im Kopf habe, was es heute noch gibt und dann auch noch so getuned ist. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Ehre heute. Ich finde das super cool. Wir hatten das ja schon länger immer mal vor. Ja. So, kam immer irgendwas dazwischen und jetzt haben wir uns gesagt, jetzt muss dieser Opel, jetzt kommt die nächste Sache dazu, erster Opel bei uns auf dem Channel. Oder? Doch. Erster Opel. Müsste der erste sein. Erster Opel auf dem Channel, ne? Muss ja auch mal sein. Verdient hat das. Und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, das wird auf jeden Fall krass. Aber ihr kennt euch ja aus einem anderen Grund, oder? Genau. Jetzt kommt der nächste Punkt dazu. Dieser Typ hat mir damals das Schweißen beigebracht. In meinen Anfangszeiten. War damals eigentlich erstmal Auto aus Isernhagen. Das war so das Autohaus bei mir um die Ecke. Weiß ich noch, bin ich mit Limo damals ohne Scheiben drin noch zu Uwe damals gefahren. So, da waren keine Scheiben, gar nichts drin. Er hat erstmal Kopf geschüttelt, weil eigentlich weiß man, dass man ohne Scheiben nicht durch die Gegend fährt. Mir war es egal. War damals gerade. War ja auch nicht weit. So, war noch nur 800 Meter. Trotzdem. Aber davor noch, als ich den Golf 1 damals hatte. Da kam mich ja irgendwann Kopfschütteln um die Ecke und meinte, so geht das nicht. Das stimmt, der Golf 1 kann ich mich noch erinnern. Irgendwie im Schweller haben wir dann noch Rohre verlegt, genau, für irgendwelche Kabellagen, Spritleitungen. So, weil das war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo man so ein Auto so gebaut hat. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das war, als ich 18 war, 86, 2004. Auch mittlerweile 16 Jahre her. Da war das so das richtige zeitgenössische Tuning, sage ich jetzt einfach mal. In den 2000ern. Alles clean, jedes Loch zu, alles verzinnen, jedes Kabel verstecken, nach Möglichkeit alles verchromen, alles was geht so ungefähr. Ne? Ja, es ist dann irgendwann mal ein bisschen außer Kehre gelaufen da mit dem Verchromen, das stimmt. So, das zeigen wir euch gleich. Und so ging es auf jeden Fall los. Micha hat mir dann nach und nach gezeigt, wie man das vernünftig macht mit dem Schweißen. Ein paar coole Ideen reingebracht. Leider das Auto bis heute nicht fertig geworden. Steht immer noch als Rohkaross aber in der Ecke. Naja, wir sind ja noch da. Das Problem ist, genau, ganz viele sagen immer, mach doch fertig, aber du weißt ja, wie viel wir an dem Auto rumgeschweißt haben. Ne? Ja. Da nochmal ein originales Auto, wie so ein GTI rauszumachen, wird schwierig. Ne? Ich denke mal, das geht nicht. So, weil ja, das waren ja wirklich Stunden, Tage, Monate an Schweißarbeit. Ja, für mich jetzt nicht so, aber ich kann mich entsinnen, dass du vorne irgendwie mit der Motorhaube über Gasdruckfedern im Innenraum und wenn das alles schon weggeschnitten ist, da, naja. Also machbar ist alles, aber. Man hat ja damals war das ja cool, einen Haubenlifter nachzurüsten, weil die Autos ja original keinen hatten. So. Und ich weiß noch, ich wollte aber diese Haubenlifter nicht so nach vorne an der Haube haben. Deswegen habe ich dann im Innenraum erstmal ein Rohr geschweißt und da lief quasi dieser Zylinder drin, um die aufzudrücken. Ja. Plus die besagten Rohre im Schweller und ja, haben wir schon einiges gebrutzelt und gebraten. So. Und auch, ich weiß ja noch, wie du gezeigt hast, wie man Löcher zumacht und all so dieses ganze Zeug, weil ich hatte es ja nie gelernt. Ne?
Verzinnen, glaube ich, auch. Verzinnen, ne? Auch. Da haben wir angefangen mit Zinnen. Und dass ich bei der Limo noch die Türen eingestellt habe. Das war ja auch noch, genau. Die Blechtüren da. Blechtüren. Und beim Autohaus auch die Scheiben eingeklebt. Oh gut, das weiß ich nicht mehr. Ja, doch, weiß ich noch. Weiß ich noch, hast du dich nämlich drüber aufgeregt, weil ganz einfach, ich habe das Auto hingebracht, da waren noch keine Türen drin. Du hast hinten die Seitenscheiben eingeklebt, links, rechts, ja. Und konntest somit nicht die Zierleiste perfekt ausrichten. Man muss dazu wissen, Michael ist halt Perfektionist. Und als das Auto dann zusammen war, hast du in den Spiegel geguckt und hast immer gesagt, du siehst die beiden Zierleisten. Und die letzte Zierleiste hat einen kleinen Versatz gehabt. Ja, ja, von der Dreieckscheibe dann. Genau. Die, ja. So, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das hört sich nach mir an. So, das war die Baustelle damals. Und ja, so zog sich das dann hin. Und deswegen ist es umso cooler, dass dieser Opel bis heute lebt. Ja, weil ich aus der Nummer auch nicht mehr rauskomme. Also das ist. So, pass auf, wir gehen mal in der Zeit zurück. Es ist jetzt 1988. Wie hat das angefangen? Das hat angefangen, dass ich da im zweiten Lehrjahr, glaube ich, als Karosserie- und Fahrzeugbauer war und dachte, man braucht auch ein adäquates Fahrzeug. Und das war so die Zeit mit Golf 1 auf 13 Zöllern. Mhm. Und das fand ich jetzt nicht so. War vielleicht ein bisschen vorbelastet auch schon von meinem Vater aus, so im Bereich Oldtimer. Und irgendwann habe ich so eine Karre mal hier, so ein Coupé in der Stadt gesehen. Wusste aber nur, dass da irgendwie ein Opel-Zeichen dran war. Habe dann mal einen Arbeitskollegen befragt, der sich da in der Historie oder in der Modellpalette von Opel ganz gut auskannte. Hat mir dann gesagt, was es für einer ist. Und dann hatte ich nichts Besseres zu tun. Damals gab es ja noch Berlin West und Ost. Von meinem Vater mir so eine Oldtimer-Zeitung zu greifen. Die erstbeste Karre stand in Berlin-West an. Mir auszupicken, ohne jemals damit gefahren zu sein oder irgendwie eine Ahnung davon zu haben. Eine Kaufberatung noch aus der Oldtimer-Markt im Anschlag. Und dann bin ich mit einem Arbeitskollegen, weil ich hatte noch keinen Führerschein, und einem gemieteten Gespann dann nach West-Berlin und haben uns dann dieses Ding da weggeholt. Ne? Mhm. In einem erbärmlichen Zustand. Welches Baujahr war das Auto? Das ist? Das ist ein 67er. 67, okay. Das heißt, das Auto war damals sogar schon 21 Jahre alt. Ja. Okay, jetzt die allererste Frage an alle Zuschauer. Gibt es unter euch jemand, der seit 32 Jahren ein Auto besitzt und das auch seitdem nicht einfach nur in der Ecke stehen hat, sondern auch weiterbaut, instand hält, fährt und so weiter? Bin mal gespannt, ob es da jemand gibt, weil ich denke mal, heute ist so das Durchschnittsalter an Autozeit 2 bis 3 Jahre, dann gibt es das nächste Auto. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da wirklich jemand rankommt an 32 Jahre. Hält dann die Folie nicht mehr. Aber. So, aber pass auf, wir müssen dem Ganzen kurz mal ein bisschen Power geben. Deswegen steigen wir gleich mal krass ein. Mach mal bitte einmal die Haube auf. Jo. So, weil wir haben noch gar nicht eigentlich berichtet, was hier eigentlich so besonders dran ist. Ich glaube, wenn wir jegliche Umbaumaßnahmen aufzählen würden, würden wir hier in einem Tag noch stehen, ne? Ja, also das normale Programm, alles was du abschrauben kannst zum Verchromen geben, das war irgendwann erschöpft. Deswegen, ja, bitte. Jetzt muss ich einmal kurz sagen, guckt hier einfach mal rein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen verchromten Motorblock gesehen habe. Man muss jetzt dazu sagen, aktuell ist man sich teilweise schon immer, man kommt sich schon komisch vor, wenn man so einen Block überhaupt sauber macht, vor dem Motorenbauer. Und Micha hat einfach mal wirklich den ganzen Gussblock verchromt. Naja, verchromen lassen. Geschliffen habe ich ihn selber, weil das kann sonst keiner bezahlen. Also nur der Block, das waren 50 Stunden. Hat 2 Bohrmaschinen gekostet und einen Tennisarm. Bei einem Block, was ja in Anführungsstrichen theoretisch auch ein Verschleißteil sein kann, ne? Weil es kann ja jederzeit passieren, dass er kaputt ist und du einen anderen brauchst, oder? Ja, aber ich wollte es halt. Okay, wie viele Chromteile denkst du sind an diesem Auto? Teile, die du nachträglich verchromt hast. Nur mal so eine Einschätzung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Soll ich eine Einschätzung abgeben? Alle. Alle, genau. Das passt ganz gut, weil ich glaube, es sind wirklich nicht mehr so viele Teile dran, die du verchromen könntest und noch nicht verchromt hast. Vielleicht ist die Frage einfacher. Ja. Welches Teil könnte man verchromen, was nicht verchromt ist? Ich hatte schon mal den Grill in Chrom. Das ist aber eben dünnes Aluminium. Das fällt nicht so. Das sieht auch nicht so schick aus. Und die Scheinwerferblenden. Und ansonsten, Kardanwelle, die ist aber nach dem letzten Fuchten dann in Mattschwarz zurückgekommen. Die war auch schon verchromt? Ja, ja. Ansonsten ist, ja, der Fächerkrümmer war auch mal verchromt, der ist jetzt keramikbeschichtet, damit ich hier möglichst wenig Hitze drin habe, weil mir fehlt Oberfläche, wenn ich alles glatt schleife. Ich habe das ganze reflektierende Zeug. Deswegen gibt es auch diesen Schlitzi hier in der Haube, dass da wenigstens ein bisschen was reinkommt, weil der ist auch nicht original.
Also wir können zusammenfassen, eigentlich über die Jahre hast du alles verchromt, was man verchromen kann. Ja. Das ja. ist schon so eine Sucht dann, ne? Das war irgendwann mal komisch, ja. So, jetzt geht's aber noch weiter, weil was macht man, wenn man nicht mehr weiß, was man verchromen kann? Man nimmt einfach Corserie-Teile und verchromt sie. Ja, das war dann so die letzte Ausbaustufe eigentlich, beziehungsweise hier, bevor der Motor reinkam mit den ganzen anderen Änderungen, die da eben noch dazugehören, musste das ja als erstes machen. Das ist eben diese, ja, die Dinger auch, die sind aus dem Schlachtwagen, das ist richtig. Du trennst das raus, machst den Rest vom Wagen ab und hier läuft es eben andersrum. Hier hast du dann ein Auto, was nicht kaputt ist und hast das Ersatzteil, was nicht kaputt ist und kannst das dann wieder einschweißen. Und diese Trennwand besteht eigentlich auch aus zwei zusammengeschweißten Teilen, wie man es hier an der Naht sehen kann. Und auch aus dem Schlachtwagen raus, und das ist eigentlich die übelste Arbeit, das so rauszukriegen, dass du dann noch was mit anfangen kannst, und dann wurde das eben eingepasst und verklebt. Nochmal, also der Längsträger ist doppelt oder einfaches Blech? Ja, den Längsträger würden wir hier unten sehen. Mhm. Das ist wieder auch nur ein Cover. Das ist also wie so ein L. Eigentlich ist das ja ein Hutprofil. Da ist dann der untere Schenkel abgeschnitten, weil du kriegst ja zwei gleiche Teile als Hutprofil nicht aufeinander. Ja. Und das, was du jetzt meinst, da diese Verstärkungsstrebe, das ist ja eben auch ein Hutprofil. Und das ist eingeschweißt an der Stelle, wo es jetzt da eben lackiert ist. Das heißt, du hast es wirklich erst rausgenommen, verchromt, anschließend das eigentlich verchromte Teil vorsichtig eingeschweißt und dann abgeklebt und lackiert. Naja, ich habe das Original, was hier am Fahrzeug war, ausgebaut, und dann war das eigentlich auch hinfällig, weil du kriegst das unten, ist es ja, eben noch mit Steppnähten geschweißt. Also brauchst du aus einem Schlachtfahrzeug was, wo du dir das großflächig raustrennst und von hinten dann dementsprechend alles abbohrst, was noch altes Fahrzeug ist. Und dann hast du ein Teil, ja, wie ein Ersatzteil, was du jetzt so aus dem Regal nimmst. Und dann kannst du das verchromen und dann kannst du das einschweißen. Problem ist, du musst dann natürlich extrem sorgfältig vorgehen. Weil wenn dann einmal was doof läuft beim Schweißen, ist halt doof. Dann ist doof ist doof. Ja. Doof, weil dann ist halt verchromt doof im Auto drin. Ja. Okay, und die Spritzwand ist aber ein komplettes Cover, was drauf sitzt. Genau. Okay. Da war eben die Herausforderung, dass du die ganzen Sachen, die da durchgehen, also hier dieser Wischermotor, das sieht dann immer alles so einfach aus, bedarf natürlich auch gewisser Überlegungen, und dass du diese Ober- und Unterteil-Nut, sage ich jetzt mal, dass die möglichst gleichmäßig und auch möglichst klein ist. Jetzt gerade ist es ein bisschen schade, wir haben uns bei uns auf dem Channel noch nicht so intensiv mit Thema Verchrom beschäftigt. Die Leute wissen leider noch gar nicht, was eigentlich an Arbeit drin steckt, bis wirklich so ein Blech oder so ein Deckel wirklich so aussieht. Ja, das glaube ich dir. Ich hatte tatsächlich mal einen im Anfang der ganzen Geschichte, wie gesagt, das war, ich glaube, 93 war ich mal so auf dem ersten Treffen. Und das muss also so in der zweiten 90er-Hälfte gewesen sein, hat mich tatsächlich mal jemand gefragt, wie ich denn jetzt meinen Ventildeckel so glänzend bekommen hätte, weil er putzt sein ohne Auto Ende. Und, ja, und es glänzt nicht. Ne? Weil bis man so einen Deckel so weit hat, also für alle, die noch nie in ihrem Leben etwas verchromt haben, theoretisch musst du es wirklich spiegelblank polieren. Im ersten Schritt? Also eigentlich schleifen, polieren? Ja, das ist richtig. Da hast du eben wieder mal bei den Motorenteilen, also bei dem Block oder bei dem Zylinderkopf, das ist ja Grauguss, den kannst du runterschleifen und auch schon mal vorpolieren, dann fängt der schon so leicht an zu glänzen. Und wenn du dann den Tropfen abgewischt hast, dann kannst du das zum Verchromer geben. Und bei diesem Ventildeckel hier zum Beispiel, das ist Aluminium, da das gast immer noch ein bisschen aus. Wenn du Pech hast, das hängt immer vom Material ab. Die Ansaugbrücke, die hat hier oben zum Beispiel ganz viele Poren gehabt, deswegen ist da noch so ein kleines Blech draufgeklebt. Ja, weil wenn du eine Pore wegschleifst, ist daneben die nächste und irgendwann ist da halt nichts mehr da. Ne? Im Prinzip ist das aber so, dass man das so glatt, oder dann eben der Galvanikbetrieb das so glatt schleift, wie es eben nur geht, dass es eben schon glänzt, und dann kommt da eine Kupferschicht drauf, die wird dann auch wieder poliert, und dann sieht das eigentlich schon so aus wie jetzt, nur eben in Kupferfarben. In Kupfer. Dann kommt noch Nickel drunter, weil der Chrom auf dem Kupfer nicht hält. Das ist also nochmal so ein Haftprimer, wenn du so willst. Der füllt jetzt auch nichts auf, im Gegensatz zu dem Kupfer. Und das wird dann auch nochmal poliert, und dann kommt das Chrom da drauf.
wird auch nochmal poliert hinterher und dann ist alles schön. Deswegen kostet das auch so viel. So. Du brauchst unheimlich viel Chemie dazu und hast Probleme mit Umweltauflagen hier in Deutschland. Das heißt, wenn man überhaupt noch einen Betrieb findet, der sowas macht, angenommen, du gibst denen so einen originalen Aluminium-Methildeckel, den du jetzt nicht in Manpower schon mal vorbereitest. Also vorbereiten musst du auf jeden Fall fett und öl und farbfrei, weil sonst wird das gar nichts. Aber sonst reden wir trotzdem mal vorsichtig gesagt, so einen Ventildeckel zu verchromen, bis er so weit ist, wie er da ist, von, ich sag jetzt mal vorsichtig, 300 bis 500 Euro? Ich weiß nicht mehr, wie es. Ich habe im Moment, kann ich es dir nicht sagen. Ja. Im Moment muss man überhaupt mal erstmal einen finden, der das noch so in der Qualität macht. Weil ich ja schon länger halt nichts mehr abgehe. Ich bin ja durch mit dem Thema soweit. Weil es nichts mehr gibt zum Verchromen? Aber ja, 500 denke ich mal nicht, aber irgendwo so zwischen 2 und 3 hätte ich jetzt mal so gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, die Preise für Kupfer, Nickel und so weiter ist halt, weil ja auch Material drauf geht, ist auch gerade nicht mehr billig. Also ich weiß, so eine Stoßstange, wenn man so Mercedes-Stoßstangen neu machen lässt, sind da 1.000 Euro immer schneller weg, als man gucken kann. Die sind natürlich dann durchgerostet, da wird natürlich auch noch ein bisschen geschweißt und so weiter. Ne? Aber okay, das Besondere an dem Verchromen ist einfach, man muss einfach die Oberfläche wirklich perfekt vorbereiten, also ähnlich wie eine lackierte Fläche. Sonst wird halt das Ergebnis nicht so, sondern ist halt dann verchromt, aber wie original verchromt. Also man hat halt dann schon haufenweise Lunker, Bäulchen und so weiter drin. Ne? Ja, ja, das ist eben einfach auch ziemlich matt. Das heißt, selbst sowas wie der Windlauf, der ist auch, das ist Aluminium poliert und dann lackiert? Nee, das ist ein geschraubtes Stahlteil. Also auch verchromt? Und dann ist das verchromt worden und da, wo jetzt Lack ist, habe ich es eben wieder dementsprechend abgeschliffen. Das tut erst in der Seele weh, aber komplett verchromtes Teil sieht eben kacke aus. Ist dann irgendwann noch zu viel, ne? Damals war es ja eigentlich auch so zeitgenössisch, sage ich jetzt mal, dass man hier und da auch so ein paar Sachen vergoldet hat. Ja, eklig. Das war aber nie so dein Ding, ne? Nein. Immer nur Vollchrom, ne? Ja, ja, das ist nix. Ja. Also ich glaube, es gab mal irgendwie einen 1er Golf oder was, der hatte vergoldete Geschichten dran, auch Motorblock und Auspuffanlage, der ist dann auf dem Treffen immer vom Trailer geschoben worden und muss sich den Motor nicht anlassen. So weiß ich nicht. Ich würde schon gerne selber dahin fahren. Thema Treffen. Hier stecken ja wirklich etliche Evolutionsstufen drin. Ja. Hast ja immer weitergebaut. Ja. Du bist von Anfang an auch auf die ganzen Treffen draufgefahren. Du sagtest gerade, erste Treffen 93. Ja. Das heißt, du wirst ja eine Flut an Pokalen zu Hause haben. Ja. Weil damals war das ja noch so, da war Ziel von so einem Treffen hinzufahren, Show und Schein anmelden. Ja. Da kamen dann die Juroren. Juroren, so. Vorbei mit ihrer Liste und haben wirklich geprüft, Chrom, Innenraum und so weiter. Ja, 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 genau. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber es war tatsächlich damals so. Aber es gibt es ja heute noch. Markenoffene Treffen, da ist das doch genauso. Aber nicht mehr so, finde ich, nicht mehr mit der gleichen, nicht mehr so intensiv, wie es damals irgendwie war. Weil damals gab es irgendwie nur das. Das war halt damals einfach das Tuning, fand ich so. Ja, aber schon. Wie gesagt, ich, ja. Also ich weiß, dass es damals eben noch nicht so viele, also mit damals meine ich halt eben noch die 90er, nicht so viele gemischte Treffen, also markenoffene gab. Du hattest dann so ein Opel-Treffen, na ja gut, das muss man dann halt wissen, ob man dann da schläft oder was und sich nachts böse Onkels anhört. Oder auch VW-Treffen und... ich habe auch auf dem VW-Treffen mal einen Pokal gekriegt. Das war auch auf dem Messegelände. Bestimmt irgendwie. Nicht nur auf einem, denke ich mal. Ne? Aber ich finde, dieses Gemischte finde ich nicht schlecht, weil du siehst dann halt auch mal was anderes. Denn zu der Zeit sind auch diese älteren Karren wie der hier auch aus dem Raster rausgefallen. Also du hast dann immer mehr neuere Fahrzeuge, wo ich mir dann immer sage, was war das denn mal original? Kenne ich gar nicht mehr. Wir müssen noch einmal dem Zuschauer nahelegen, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du so ein Auto baust. Also was willst du am Ende, was ist dein Ziel? Wie soll das aussehen, was willst du erreichen? Naja, mein Ziel war, wie gesagt, ich war da eben 18, als ich den gekauft habe. Ich hatte eigentlich gar kein Ziel. Ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen was machen an einem Auto, was ich optisch ansprechend finde. Und da hat sich jetzt auch bis heute nichts dran geändert, weil ich die Form immer noch schön finde. Und alles andere hat sich dann so ergeben. Und der schlimmste Fehler war tatsächlich, dass ich mal irgendwann was zum Verchromen gegeben habe. Ich glaube, es war das Heizungsgebläse, also dieses Heizungsgehäuse von innen drin. Und ja. Weil man muss ja schon, wenn man hier so vorsteht, sieht man ja, dass du das Ziel hattest, dass halt alles glänzen soll. Ne? Das heißt, selbst so Teile, die eigentlich nicht glänzen können, glänzen dann trotzdem. Die Behälter, ne? Ja. Und sowas wie mit dem Blech hier drauf und so, da ist ja schon überall hier nochmal eine Kabelabdeckung in verchromt. Das sollte halt einfach alles chrom sein.
Ja, möglichst clean eben, genau. Batterie weg, Wischwasser weg und möglichst viele Strippen weg. Mhm. Und möglichst viel Bling Bling. Das ist auch so ein Thema, stimmt. Damals wollte es man das halt unbedingt clean haben. Ne? Das heißt, so Sachen wie Luftmassenmesser mit Luftfilter einfach vorne ins Rathaus gewandert. Aber auch, weil da frische Luft ist. Ja. Ich verstehe mal nicht die Leute, die sich das in Motorraum machen. Ne? Batterie weg, okay, das ist ja so die Standardsache, aber ich denke mal, du wirst haufenweise andere Sachen noch weggekleant haben. Ne? Naja, was so an Strippen da ist und dann der Wischwasserbehälter, weil mehr ist ja hier auch nicht drin gewesen. Also es ist nicht so, dass der jetzt serienmäßig vollgestopft wäre, dieser Motorraum. So, dann erinnere ich mich dran, kam ein anderer Motor rein, weil du ja unbedingt auch das Auto noch fahrbar haben wolltest. Deswegen ist da jetzt ja ein, ich sag jetzt mal, jüngerer Motor drin. Genau, deswegen gibt es auch kein H-Kennzeichen, auch wenn das dann, wenn es Leute gibt, die sagen 2,4er Omega-Motor, um den sich das hier handelt, den kriegst du auf H, ja, irgendwie schon, aber nicht, wenn man sich jetzt mal an die Regeln hält, dann wird das nichts, weil du hast 10 Jahre nach Erstzulassung kannst du oder hättest du theoretisch früher was umbauen können und das wäre dann H-konform und alles, was danach kommt, und da passt eben dieser Motor nicht ins Bild. Mhm. Weil original wäre ja mit Sicherheit ein Motor mit Vergasern drin gewesen. Genau, im Prinzip sieht der dann genauso aus. Also Block und Kopf und das Drumherum ist eigentlich schon, da hat sich nicht viel dran geändert an diesen CIH-Motoren. Nur eben eine Einspritzung, ne? Das ist halt nicht so gegeben. So, das heißt, wir haben jetzt einen Einspritzer, der einfach viel, viel besser läuft und einfach viel fahrbarer ist. Weil, wie viele Kilometer bist du mit dem Auto schon gefahren? Seitdem kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ist schon so, dass du da in guten Jahren ein paar Kilometer mit gemacht hast immer, ne? Es wird zunehmend weniger. Früher war das mein Sommerfahrzeug tatsächlich. Irgendwann hat man dann aber, es wird ja immer weniger. Je krasser das hier wird, denn mittlerweile fährst du nur noch bei gutem Wetter und zu irgendwelchen Treffen oder wenn du halt mal einfach Bock drauf hast. So, jetzt muss man dazu sagen, das könnt ihr jetzt leider gerade nicht sehen. Wir gucken mal, ob wir das so ein bisschen eingeblendet kriegen. Der ganze Unterboden sieht genauso aus. Das stimmt. So, das ist genauso alles bis in die letzte Ecke blank und lackiert. Ja. Ist da Unterbodenschutz drauf oder irgendwas? Nee. Komplett blank. Komplett blank lackiert. Und auch genauso wieder alles verchromt. Ja, was halt eben so geht, ne? Also alles. So. Angenommen, du fährst da jetzt schön mit zum Treffen und auf einmal geht die Welt unter und es kommt ein riesen Regenschauer. Fährst du dann recht raus und hast ein Zelt dabei und stellst das da drüber? Nein, habe ich Pech gehabt. Pech gehabt, okay. Das heißt, Micha ist dann erstmal eine Woche weg, weil er muss erstmal alles putzen wieder. Es geht eigentlich. Also natürlich hast du dann irgendwo deine Kalkflecken, aber wenn man da dran bleibt, sage ich mal, dann ist das nicht so schlimm. Und wirklich mal Räder runter und die Bremssättel putzen, ja, auch krank, ne? Verchromten Bremssättel. Das machst du dann einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal und dann ist gut. Mhm. Man muss es ja nicht übertreiben. Felgen auch ganz besonders, ne? Die Felgen sind eigentlich, ja, ganz witzig, die sind vom damals von D&W, kennt vielleicht noch irgendwer. Das sind die gleichen, die beim Golf 2 Country, den gab es noch seltener in Chrome Edition. Und da waren die drauf. Die sind aber mittlerweile alle weggegammelt, weil das eben US-Felgen sind und die haben so ein bisschen zarten Chrom nur drauf. 1:1 so? Ne, die hast du nochmal umgeschüsselt, ne? Ne, die sind so, vorne und hinten gleich. Das Einzige, was ich geändert habe, sind diese, das sind einteilige Felgen, also das ist zusammengeschweißt von hinten. Ich habe nur diese Schrauben da reingemacht, weil da original halt eben schwarze Plastik-Dummies drin sitzen und das geht ja nicht. Thema Karosserie, weil du ja eigentlich Karosseriebauer bist. Ich vermute, das Ding ist schon mehrfach komplett durchrestauriert. Du sagtest, dass die Basis damals eigentlich... Die Basis war vom Rost her eigentlich ganz gut, obwohl er da schon 21 Jahre hatte und da, das war schon okay. Sicherlich gibt es Sachen, die ich heute da anders machen würde. Und zum Beispiel auch im Bereich Hohlraumkonservierung. Wir haben damals halt eben Wachs genommen und das hatte zur Folge, dass das dann irgendwann mal reißt, weil die Lösungsmittel sich verflüchtigt haben. Das ist in den Türen ziemlich tödlich gewesen, deswegen gab es die dann jetzt erstmal neu, beziehungsweise aufbereitete Türen da rein, weil die halt dann doch durchgerostet sind. Gibt es für so ein Auto noch Neuteile? Von Opel aus? Nee. Von Opel aus nicht, nein. Nicht, du kannst dann noch irgendwo versuchen, mal irgendwo irgendwas irgendwie zu bekommen. Für 3000 Euro dann nochmal eine Tür irgendwo. Naja, ganz so schlimm nicht, ist ja kein Porsche. Mit Glück. Also ich meinte jetzt eine neue, falls doch irgendwo nochmal eine neue Tür auftaucht. Aber ja, das ist dann, wenn du mal guckst, was Teile heute so kosten, das nimmt sich dann nicht so viel, ne?
Bist du da schon, weiß ich nicht, eine neue Coupé-Tür, denke ich mal, weiß ich, 400-500 vielleicht. Du wirst ja immer noch so ein bisschen Jäger und Sammler sein. Guckst du da immer noch so täglich ins Internet, was es so an Teilen gibt für so ein Auto? Nee, nee, gar nicht. Nee. Hast alles. Ich bin, ja, ich bin soweit durch und da so, ja. Also wenn jetzt irgendwo nochmal ein Seitenteil auftauchen würde, dann wäre das vielleicht interessant, aber das gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr. Mhm. Okay, aber man kann auf jeden Fall sagen, eigentlich ist die Karosserie, da brauchen wir gar nicht so drauf eingehen, weil jeder, der den Motorraum gesehen hat, der kann sich einfach vorstellen, dass der Rest natürlich genauso perfekt gemacht ist. So, ne? Weil wenn man schon diesen Spleen zum Verchrom hat, dann wirst du das ja ein bisschen jede Ecke so sauber durchziehen. Ne? Ist ja einfach so. Außer die Sachen, die ich nicht bereinigen kann, die ich früher mal scheiße gemacht habe, die man aber so jetzt auch nicht sieht. Dürfen wir darauf eingehen oder bleiben das Geheimnisse bis ans Lebensende? Du siehst es einfach nicht. Weil, also ich weiß es, aber man sieht es halt nicht. Okay. Sidepipe? Ja, ich glaube, das heißt Stepside. Ich bin mir aber selber nicht ganz sicher. Sidepipe wäre vorne raus und hinten. Also ah ja, nee, stimmt, hast recht. Ja, ja. Ja. Hattest du Bock drauf, sollte so? Das sollte so, ja, ja, genau. Einfach nur, weil, weiß ich auch nicht. Ich fahre auch immer, egal, auch wenn es regnet, ist hier so ein Spalt auf, damit ich ein bisschen was höre. Das ist schön. Sehr gut. War damals eben auch so. Mit dem neuen Motor, ist da irgendwas an Zusatzausstattung reingekommen, Servolenkung? Mit dem neuen oder vor dem neuen Motor ist als vorbereitende Maßnahme eine andere Bremsanlage reingekommen vom Senator A, 3 Liter und auch ein 265er G-Track-Getriebe. Mhm. Dazu musste man allerdings diesen Tunnel etwas erweitern. Mhm. Und das waren halt eben die ganzen Sachen, also dieses Trennwandcover verchromt, die Technik, alles angepasst auf dieses Mehr an Leistung. Denn serienmäßig mit der Bremsanlage wird es bis 100 PS gehen. Und wir sind jetzt hier bei 160, 163. Mhm. Das heißt, das ist ein 4- oder ein 5-Gang-Schaltgetriebe? Das ist ein 5-Gang. 5-Gang-Schaltgetriebe, okay. Und da meintest du auch vorhin noch, da bräuchten wir eventuell mal einen Experten, der sich mit den Getrieben auskennt? Ja, aber einen richtigen Experten hätte ich diesmal gerne. Also so einen richtigen, weil der Typ ist genauso pingelig wie ich. Ja, es bringt mir nichts, wenn das wieder der Experte macht, der es schon mal gemacht hat und dann hält es nur 900 Kilometer. Das ist dann nicht so schön. Okay, das heißt, wir brauchen jemanden, wenn sich einer mit dem G-Track 265 Getriebe auskennt, kann er sich ja mal melden, Kommentare schreiben, wie auch immer. Weil du hast noch ein, zwei Getriebe davon? Ja, ich habe noch zwei. Eins davon ist verchromt. Welch Wunder. Und da hat halt eben schon mal einer dran rumgefummelt, ohne viel Erfolg. Da wäre es cool, aus zwei in einen zu machen. Das wäre schon nicht schlecht, ja. So, und dann ein weiterer Punkt ist, deswegen fragte ich gerade mit Servolenkung, du sagtest irgendwas mit Lenkung. Ist das eine mit Servounterstützung? Nee. Das ist eine Kugelumlauflenkung ohne Servounterstützung. Mhm. Und da weiß man natürlich, dass eine Kugelumlauflenkung jetzt nicht so spielfrei läuft wie eine Zahnstangenlenkung. Ich würde mal sagen, 99%, die das gerade hören, wissen gar nicht, was das ist. Nein. Aber das macht nichts. Zahnstangenlenkung ist, hier ist die Zahnstange, hier sind die Räder, hier wird gelenkt, dann geht das hin und her und Kugelumlauf, da geht das alles in so einem kleinen Bauteil und ist nicht ganz so spielfrei. Ja, ist halt alte Technik, deswegen macht man es ja heute größtenteils auch nicht mehr. Das heißt aber, die hat dir ein bisschen zu viel Spiel und interessant wäre, ob es eine Möglichkeit gibt, da heutzutage das zu modernisieren, sage ich jetzt mal. Naja, zu viel Spiel, ich weiß ja nicht, wie eine originale neue wäre, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du eben durch diese etwas breiteren Reifen da höhere Kräfte hast. Ja, ja, ja. Und ich wäre da ganz froh, wenn auch in diesem Bereich mal sich irgendjemand melden könnte, der von Kugelumlauflenkung, Instandsetzung einen Plan hat. Und da mal reingucken kann, ob es da noch was zum Optimieren gibt. Würde es für dich in Frage kommen, dich jemals von diesem Auto zu trennen? Naja, man soll nie sagen, ne? Weiß ich jetzt nicht. So, aber es ist bis heute so, ich sag jetzt mal, dein Traumauto. Ja, ich finde das immer noch schön. Du machst Garage auf und freust dich, eine Runde mit dem Ding zu fahren. Ja. Und das nach 32 Jahren. Also ich könnte mir auch nichts vorstellen, wofür du dieses Auto abgeben solltest, weil ich glaube, mit jedem anderen Auto wärst du definitiv nicht so glücklich einfach. Ne? Also ich freue mich schon, wenn ich die Garage aufmache und den Arsch sehe. So, und wenn dann noch alles verchromt ist, dann ist auch alles Taco. So, jetzt kommt die nächste Sache. Letzter Punkt, Kofferraum. So, weil wir sind ja in den 90ern bzw. 2000ern. Da hat man ja normalerweise nur dieses Radio da, was man da so sieht, gehabt. Wo ja nicht viel rauskommt, außer zwei Mono-Lautsprecher. Mit Glück war es Stereo. wie
heißt die Farbe? Da ist so ein leichter Blaustich drin, ne? Das ist Indigo Blau-Perleffekt von Audi. Heißt auch Blau-Perleffekt? Indigo Blau-Perleffekt. Das heißt, wenn dich einer fragt, welche Farbe ist dein Auto? Z5U Indigo Blau-Perleffekt. Also würdest du aber blau sagen und nicht schwarz? Ja. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich schwarz eher gedacht, oder? René, was denkst du? Nö, für blau? Mich ist das auch ein blaues Auto. Ist auch ein blau? Mhm. Aber es ist... Dann gucke ich vielleicht schon zu schwarz. Nee, das ist schon... Also eigentlich sagen sie mal, bist du der mit dem schwarzen Coupé? Genau. Ich sage, ja, ja. Ist schon ganz schön schwarz. Du siehst es in der Sonne, diesen Perleffekt und ansonsten... So, hier ein kleines Sichtfenster drin, damit man auf den verchromten Tank... Ist Tank? Ja. Tank guckt. Ja. Und... Ja, also sechs. Wie gesagt, was sind das? 12er, ja, ne? Das sind, ja, 30er. Hm? Wie viel das sind? 12 Zoll. Würde ich mittlerweile auch anders bauen, aber wie gesagt, man muss ja auch noch Ziele fürs Alter haben. Und auch hier hast du wieder das mit diesem rausgetrennt und eingeschweißt. Also diese Aufnahmen dementsprechend sind original nicht verchromt. Nee. Oder diese Verstärkung oder auch dieser Tankeinfüllstutzen. Das sind alles Sachen. Kann man ja mal raustrennen, verchromen und einschweißen. Ja. 6 30er Tellern. Muss das ja im Innenraum auch schon ganz gut geballert haben eigentlich, oder nicht? Ja, aber das schwabbelt eben so, weil es keinen definierten Raum hat, wo sich der Lautsprecher da abstützen kann. Wie gesagt, ich würde es heute anders machen, aber bleibt erstmal so. Also drücken die Wellen quasi auf die Sitzgarnitur? Naja, du hast einmal nach oben welche durch die Hutablage. Das ist nur so ein Akustikstoff, damit man die halt nicht sieht und mir keiner da irgendwelche Scheiben einschmeißt, was sich natürlich jetzt erledigt hat. Und die anderen drei, die senkrechten, die gehen natürlich durch, durch die Rücksitzbank. Plus normalerweise hat so ein Subwoofer oder so eine Box, die du zu Hause hast, die hat immer ein Volumen dahinter. Ja, ein berechnetes. Ja, genau, worüber das hinter arbeitet. Ne? Und jetzt habt ihr halt ein bisschen chrom als. Aber mich wundert es, dass du die nicht auch noch verchromt hast. Aber der Gedanke war doch bestimmt schon mal da, oder nicht? Gab es damals nicht. Wir sind ja auch schon 20 Jahre da drin. So, aber du hast bestimmt schon mal darüber nachgedacht, ob du die nicht selber zerlegen kannst und nur das Gehäuse verkrumpt. Das weiß ich, dass ich das nicht selber zerlegen kann. Es gibt ja wohl auch mittlerweile es gibt sicherlich irgendwo verchromte Lautsprechergehäuse oder Chassis, aber... Ist hier alles dran echt verchromt oder hast du manche Teile auch so chrom bedampft, was man dann ja auch auf einmal irgendwann konnte? Chrom bedampft? Nein. Nicht? Also du hast natürlich im Innenraum Kunststoffteile. Die Lenksäulenverkleidung oder Lichtschalter oder Lüftungsdüsen oder den Armaturenbretteinsatz an sich. Und das ist dann aber auch lackiert. Weil da kannst du auf galvanischem Wege jetzt so nichts machen. Mhm. Also nicht für so Kleinserien. Mhm. Der ist auch witzig. Ja. Und natürlich modernisierten Innenraum. So würde ich es jetzt mal formulieren. Ja, das ist dem vom Zuschnitt her, sage ich mal, was die Sitze betrifft, dem Original entsprechend, nur mit anderen Materialien. Also hier haben wir halt Porsche Wallknapper an den Seiten und Alcantara auf den Flächen und die Türverkleidung, da sind ab Werk ist das Kunstleder mit so aufgeschweißten Chromleisten. Das ist natürlich sehr schade, dass ich das dann nicht übernehmen kann. Aber das wieder herzustellen ist mir nicht möglich. Und ich kenne eigentlich auch keinen bei uns aus dem Forum, der wüsste, wie man das dann wieder vernünftig hinbekommt. Mhm. Und deswegen musste ich mir da halt selber was ausdenken. Und habe dann eben dieses schräg abgesteppte da genommen. Das ist zeitlos und sieht nicht so schockermäßig. Und sowas ist original auch nicht alles verchromt, ne? Nee, also das, wo du gerade deine Finger drauf hast, das ist ja ein Teil, das ist am Fahrzeug verschweißt. Und das heißt auch raus, verchromt rein. Ja, richtig. Also aus einem Schlachtwagen wieder, ne? Okay, aber dann reden wir ja mittlerweile doch schon fast von zweistelligen Menge an Teilen, die alleine rausgewandert sind, verchromt wurden und wieder eingeschweißt wurden. Einschweiß, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naja, knapp zweistellig. Okay, ja. Also das hast du dann eben dementsprechend so machen müssen. Dann haben wir hier nur diese A-Säulen-Cover, die sind dann aber auch wieder nur geklebt. Normalerweise ist das lackiert. Mhm. Sieht zwar außer mir sowieso wieder keiner, aber ich fand es halt eben... Aber ich muss sagen, der Innenraum sieht extrem einladend aus. Mhm. Auch richtig bequem. Ja, ja. So, es gibt ja auch so Oldtimer, wo man sich nicht reinsetzen will, ne? Und hier, so wie du da gerade so drin hängst, finde ich, ist das so richtig so reinpflanzen. Seinerzeit war ich, glaube ich, auch mal auf irgendeinem Treffen.
Da habe ich das, du kannst die ja nach vorne machen und die Lehne nach hinten klappen, dann kannst du dich hier hinlegen. Und dann bin ich dann, muss ich eingeschlafen sein. Jedenfalls war ich dann irgendwie, habe ich den ganzen Tag da verpennt. Also das passt dann schon. Bist du nur zur Pokalvergabe wieder aufgewacht? Ja, das, ja. Lenkrad, ist das Original? Nein, das ist vom Opel GT. Opel GT, weil das so geschüsselt so tief aussieht, ne? Ja, die sind also im Stile der, ich sag mal, im Commodore gab es das auch. Commodore ist das gleiche wie dieser Rekord, nur mit einem Sechszylinder und ein bisschen mehr Chromleisten noch außen dran. Also das ist schon im Stil der Zeit, nur halt eben ein bisschen kleiner. Du hast sonst so ein Ding hier mit meinen langen Beinen, wenn ich hier drin sitze, das haut nicht hin. Also muss ich ja immer so fahren, dann ist aber die Tür im Weg. Ja. Krass. Ja, dann haben wir hier eben die vorhin angesprochene Heizung da unten noch, die Pedalerie und was da sonst noch so ist. Teppich? Auch das hier ist normalerweise, nein, das ist kein Teppich, das ist eine Stockhandbremse. Das hier. Na, also ja. Und das hier und auch zum Beispiel diese Verstellung von dem Sitz, das habe ich dann irgendwann mal aus Vollalu gemacht, weil das Kunststoff ist und da grabbelst du ja andauernd dran rum und dann wird das nichts, wenn man das beschichten ließe. Okay, jetzt nochmal zum Thema Handbremse. Die ist nicht original? Doch, das ist, original. Bis Baujahr, also in dieser Modellreihe bis Baujahr, weiß ich nicht, 68 oder 69, hast du eben noch diese Stockhandbremse. Die ist dann aus Sicherheitsgründen irgendwann mal, sind diese Handbremsen da weg, wegen Unfall und Kniezerstörung, auf den Kadertunnel oder auf die zwischen die Sitze gewandert. Oh, jetzt habe ich gerade was entdeckt. Das war so auch genau die Anfangszeit. Füll mal da in der Mitte hinter die Schaltung rein. Da ist versteckt das Bedienteil fürs Radio, wo du dann so mit der rechten Hand ein bisschen dran rumdrehen kannst. Ne? Ja, oldschool, aber richtig. Das, wo ist das eigentliche Radio versteckt? Wahrscheinlich Handschuhfach. Das ist im Handschuhfach, ja. Okay. Mag ich aber keinem zeigen. Das ist ja, macht nichts. Traurig. Okay, das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Das kann sich jeder dann selbst überlegen. Ja. Himmel auch schön in Alcantara. Ist immer krass, was so Alcantara immer gleich dann so einen alten Innenraum ein bisschen moderner macht, ne? Ja, weiß ich nicht, ob das modern ist. Ich finde es einfach. Doch, stimmig und schön. Genau. Also so. Ich ist wirklich ein Innenraum, wo ich selber, und das sage ich selten, auch jetzt nicht wüsste, was ich noch groß verändern könnte, würde, müsste. Nö, brauchst du eigentlich auch nichts. Also was hier noch nicht serienmäßig ist, sind diese Zusatzarmaturen. Die gab es dann nur bei bestimmten Ausführungen des Rekords oder eben beim Commodore. Und eins der letzten geänderten Sachen war hier die Armaturentafel. Normalerweise hast du hier keine Zusatzarmaturen, also nur diese drei. Und um die Instrumente, ist das ein Leder oder was ist das? Das hier? Ja. Nee, das ist matt schwarz. Ah, okay, weil das so leichte Struktur hat. Ja, hat dieses Rekord-Armaturenbrett hat so eine Struktur. Mhm. Und beim Commodore, aufgrund der höheren Ausstattungslinie, war das dann eben mit Holz funiert. Die Instrumente sehen so krass sauber aus. Hast du die komplett zerlegt auch gehabt? Ja, natürlich. Natürlich, okay. Weil das sieht von hier gerade aus, als wenn es neu wäre. Der Tacho ja, der Rest ist fachmännisch instand gesetzt. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Ja, krass, cool. Kannst du ungefähr was sagen, wie viele Stunden hier reingegangen sind? Nein. Nein. Okay. Keine Ahnung. Okay. Guck mal hier, der Tankdeckel. Kann ich das einfach so ziehen? Ja. Ah, wundert mich nicht, dass er auch poliert ist. Ist doch poliert. Ja. Aber ein ganz komisches Material, der Deckel. Also da musste öfter mal wieder dran. Und den Spruch, den Aufkleber. Das ist halt einfach Micha am ersten Tag. Ja, ich habe den irgendwo mal in irgendeiner Zeitung gelesen, im Kleinanzeigenteil. Ich glaube, es war irgendeine Fortschrauberwerkstatt oder was. Und ich fand den so geil, weil es ja nun auch zutrifft. Ne? Mhm. Ist ja nichts mit Scheibenbremse hinten. Und dann war das irgendwie. Weil kann man nicht umbauen? Doch, kann man alles. Aber war nie geplant, reicht, ne? Nein, das Topspeed, was ich mit dem mal hatte, laut Navi, waren 203. Mhm. Das macht aber keinen Spaß. Weil man muss einfach dazu sagen, viele Autos, die ich kenne, die ähnlich viel verchromt sind, die sind dann wirklich nur noch mit Anhänger zum Treffen. Anhänger runter, wieder ein Anhänger, wieder nach Hause. Ja, nee. Genau, und bei Micha war es vom ersten Tag an so, der ist das Ding einfach immer gefahren, ne? Egal wie, wo, was. Dann passieren halt eben auch mal so Sachen, ne? Oder du hast dann irgendwo Dreck und einen Steinschlag mal drin, aber ne, nun, dafür fährst du damit auch.
und hast einen schönen Auspuff-Sound. Ich würde sagen, wie sieht die Zukunft von dem Auto aus? Gut behütet. Gut behütet, okay. Also bleibt in der Garage und wird weiter verchromt. Nee, verchromen ist ja jetzt nichts mehr, was noch Sinn machen würde. Du könntest jetzt zum Beispiel so den Schiebedachdeckel verchromen. Mhm. Ist technisch machbar, sieht aber scheiße aus. Ich nehme an, der Chroma, der das damals alles gemacht hat, der wird ja hier in der Nähe gewesen sein, weil damals war das ja noch nicht so extrem mit dem Versandwege. Ja, der in Rinteln sitzt er, glaube ich. Wie? Ich selber habe den nie gesehen, auch ganz witzig. Das ging über alles über einen Kumpel. Der hatte was mit Harleys zu tun und wohnte so auf halbem Wege. Und dann konnte ich da immer sonntags meine Klamotten hinbringen. Und der hat das dann mit seinen Geschichten weitergegeben. Meine Frage wäre jetzt gewesen, wie muss der geguckt haben, wenn Micha wieder mit einer Kiste mit Chromteilen reinkommt, das bitte einmal fertig macht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich hätte gerne sein Gesicht gesehen, weil es ging um den Motorblock. Und da habe ich gesagt, den brauche ich irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Und er selber ist Autocross gefahren und wollte einen Golf 2 16V haben. Und dann hat er gesagt, also wenn du mir so ein Auto besorgst, dann geht das ganz schnell. Und zufällig hatte mein Arbeitskollege einen zu verkaufen und dann war er im Zugzwang. Aber trotzdem nie kennengelernt. Doch, als er den abgeholt hat, den Wagen. Aber ganz komisch eigentlich. Ne? Weil der hat ja auch an so vielen Teilen von so einem Auto gearbeitet dann, ne? Ja, ja. Dass der ja eigentlich auch vor so einem Auto stehen müsste, müsste ganz genau sagen, ah, da erinnere ich mich dran, daran und so weiter. Ne? Also Motorblock wollte er wohl nicht nochmal machen. Und ja, das glaube ich. Hinterachsgehäuse, glaube ich, könnte eng werden. So, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir müssen mit dem Auto eine Runde fahren. Praktisch glaube ich allerdings, dass wir schon mehr als genug gezeigt haben von diesem Fahrzeug. Viel mehr hat er nicht. Und jeder einfach sich vorstellen kann, wie perfekt das umgesetzt ist, dass das Ding natürlich auch genauso fahren wird. Oder? Ja. Was hast du dazu? Denke ich auch. So, und ich glaube, es reicht, wenn du das Ding einfach nochmal anreißt und wir einfach dein Gesicht filmen, wie du dich über den Auspuff-Sound erfreust. Und wenn wir damit doch nochmal fahren sollen, können die Leute das ja einfach in die Kommentare hauen. Genau. Da Micha das Auto erhalten wird bis ans Lebensende. Das ist richtig. Halt jetzt schon das Coole mit dem neueren Motor, dass das Ding überhaupt so schön anspringt und so weiter. Ja, das ist ja deswegen, aber ich habe von Vergasern keine Ahnung und der Vergaser, der da vorher drauf war, der ist ab Werk schon kritisch und seitdem dieser Einspritzer da drin ist, der steht halt über Winter und dann kurbelst du da zweimal und dann ist alles schön. Du hast ein bisschen Gas hin? Ist es halt einfach ganz was anderes, weil du hörst es ja tatsächlich logischerweise direkt am linken Ohr. Jo. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich das Auto mal wieder sehen durfte. Ja, sehr gerne. Irgendwann fahren wir auf jeden Fall nochmal eine Runde. Und